Ja. Die Jungen? Ja. Das fällt mir schwer. Uhr 45 bei den Schewschenkos. Ja, und ich back erstmal Kuchen. So muss es sein, ne? Kommt von Herzen. Jo. Was passiert heute? Was passiert heute? Wir wandern aus und heute wird das Umzugsgut abgeholt. Das ist echt, ja, ich kann das überhaupt nicht fassen, weil wir seit 3 Monaten funktionieren wir einfach nur und heute ist der Tag und wir, seit Wochen packe ich ein. Ich habe ausgemistet, ich habe Sachen weggebracht, ich habe Sachen verschenkt. Ich habe alles Mögliche gemacht, das ganze Haus auf den Kopf gestellt, alles vorbereitet für so einen Umzug und jetzt ist es tatsächlich soweit. Ja, ich bin jetzt mal gespannt. Also ich hoffe, ich denke, die kommen jetzt gleich um 8. Schauen wir mal, ob sie wirklich kommen. Ich weiß es nicht, ich weiß nicht, wann die kommen. Ich habe alles vorbereitet. Es gibt Kuchen, es gibt ein paar Kekse, es gibt einen Kaffee, wer will. Und ja, dann schaue ich mal. Ich weiß nicht genau, wie die Abläufe sind. Ich habe überall so ein bisschen Zettelchen geklebt, damit mich nicht jeder irgendwie alle 3 Sekunden irgendwas fragen muss. Die Kinder sind gut betreut. Ich habe das Gefühl, ich habe in das ganze Struktur reingebracht. Aber naja, man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Ne? Mal gucken, wie das heute so abläuft und ob es doch noch chaotisch wird oder was dann irgendwie passiert. Nächste Woche. Wann geht's los? Am 25. geht der Flieger. Also einer Woche. Mhm. In einer Woche seid ihr hier raus. Genau, in einer Woche verlassen wir dieses Haus und werden die Tür ein letztes Mal hinter uns zuziehen. Ich weiß auch gar nicht, wie das sein wird. Bestimmt werde ich ein paar Tränen vergießen. Ich bin ja nah am Wasser gebaut. Man hat hier 10 Jahre drin gelebt. Wir haben hier 10 Jahre drin rumgewerkelt. Wir sind ja irgendwie so Hobby-Bob der Baumeister-Menschen. Ne? Wir müssen ja irgendwie immer weitermachen, immer wieder was anders machen und so. Hier ist Geschichte geschrieben worden. Ja? Jonah ist im Grunde hier groß geworden. Die ist hier rein, als sie 2 war. Die Jungs haben jetzt ihre ersten 2 Jahre hier verbracht. Ne? Man nimmt schon einen Haufen Memories irgendwie mit, die auch hier in diesem Haus irgendwie stecken. Aber irgendwie freue ich mich auch wahnsinnig auf das Neue und auch mal auf einen Tapetenwechsel jetzt nach 10 Jahren. Weil, wie gesagt, ich ja eigentlich nie irgendwo länger als 2-3 Jahre gewohnt habe. Das war mit den 10 Jahren jetzt schon echt lang. Gucken wir mal. Ich glaube, es geht so. Oh Gott, ja, ich sehe schon, guck mal, die stehen da schon alle. Guck mal. Ja, nicht nochmal klingeln. Moment, ich komme ja. Geht los. Guten Morgen. Hi. Hallo. Hi, guten Morgen. Hi, ich bin die Tanja. Es gibt auch gleich eine Runde Brötchen, Kaffee und Wasser. Wird schon von der Timon. Ja, so super. Durchgehen und gucken. Ja, no? Prima, so machen wir das. Komm mit. Okay. Geht mal hier, der Chefin hinterher. Ja. Unter im Keller ja. Erstmal. Ja. Die Kleider müssen wir so hin und dann unten nehmen wir die Plätze aufmachen. Jetzt die letzte Wäsche anbauen. So, trock damit, wenn die jetzt gleich fertig sind. Ja, okay, wir machen morgen. Ja, das ist super. Die Schluss. Ja, super. Dann können wir nochmal, dann dürfen wir uns heute nochmal voll kleckern und die Kinder auch. Die Schränke nicht. Nur wirklich. Ja, war ich schon geräumt. Nee, ist nichts. Ich habe so leer geräumt. Hätte ich noch draufschreiben können, ist leer. Okay. Die Kunstpflanzen kommen mit hier. Mhm. Stühle, diese liegen nicht. Die bleiben da. Genau. Aus dem Stelzenhaus die Küche, der kleine Tisch und die Bank. Genau, der Inhalt vom Stelzenhaus. Ja, der war leichter auch. Ah, okay. Mhm. Ja. Ja, der bleibt, den schreibt schon mal außen drauf. Ich habe ja eine Liste gemacht, kommt mit, bleibt hier. Genau. Das hier. Und mit dieser Deko und so. Und mit den Klamotten mache ich jetzt in den nächsten 2 Stunden mit ihr fertig, was mitgeht und was noch bleibt. Genau. Jetzt sind die ganzen Jungs angetanzt. Wie ist das erste Gefühl? Positiv? Also es war ein super positives Gefühl. Es ist eine tolle Truppe. Die Jungs sind echt nett. Ich bin natürlich auch echt ein bisschen aufgeregt und
bin aber froh, dass ich jetzt alles so vorbereitet habe, weil ich habe direkt gemerkt, das kam total gut an. Ja. Die haben sich gefreut über ihre Zettelchen da überall an den Türen, haben ein bisschen geschmunzelt und so, dass ich das so gemacht habe. Und ich glaube, es wird ein guter Tag und das wird geschmeidig laufen, hoffentlich. Ja. Bist du ein bisschen beruhigter jetzt? Kann man das sagen vielleicht? Also ich finde, ich bin jetzt ein bisschen beruhigter. Es ist ein guter Anfang, definitiv. Man hat ja immer so ein Bauchgefühl und die kamen so rein und ich dachte so, ach, das wird mit den Jungs ganz cool. Hab denen ja auch gleich ein bisschen Kaffee und Brötchen versprochen, ist ja auch nicht das Schlechteste. Und ich glaube, so soll es sein, damit es ja auch alles irgendwie geschmeidig laufen darf. Jetzt geht's los, ne? Ja, jetzt geht's los. Mal gucken, was der Kuchen macht. Also von unserer Seite können wir das gerne so machen. Wir hätten jetzt nur gesagt, wenn ihr sowieso morgen nochmal kommt, dann macht ihr jetzt das Gröbste. Und diese drei Sachen, die könnt ihr ja dann nochmal... Mit dem Kinderzimmer? Nein, wolltest du es jetzt umklicken? Achso, mit der Küche. Gästezimmerbett und Jonabett. Achso. Weißt du, wenn wir das auf morgen legen, dann hätten wir eine Nacht ein bisschen Entspannung. Das ist ja fast nichts zu tun, Leute. Nichts zu tun? Bei meinem ist es egal, ich bin immer woanders. Ja, eben. Das, ach, ja eben. Seht ihr, dann könnt ihr ja rumabbauen. Das Kinderbett da in der ganz oben. Ja. Da müsstet ihr mir auch nochmal zeigen, wie ihr das auseinanderbaut. Oder. Ich muss das ja wahrscheinlich irgendwie auch wieder zusammenbasteln. Alleine. Da sie lachen schon alle. Leute, nein, wir machen Keller. Ihr fangt erstmal Keller an. Ja. Und dann geht er ins Kinderzimmer. Oben auch. Ja. Mama Zimmer. Oben. Mama Zimmer, ich glaube, wir wollten dann noch heute Nacht schlafen. Ja, also wenn das Bett noch stehen bleiben könnte heute Nacht und ihr macht das morgen, weil das ist eigentlich relativ simpel. Also das Bett heute bleibt. Ja, nee, bis auf das, wenn Jonah ja sowieso heute Jonah weg nicht, ist, dann könnt ihr das Bett weg. Da oben auch schon. Kinderzimmerbett, was so nach oben geht. Gehe ich so lange da, dann ist die ihre Zwillinge wachsen, sag ich jetzt mal. Genau, wenn die jetzt gleich wach sind, yes. Dann. Das ist richtig. Dann gehe ich da oben, mach das Bett auseinander. Ich kann noch ein paar Fotos machen, damit sie dann mitgeschickt werden, falls sie dann nach Dubai gehen, dass sie auch wissen, wie es aufgebaut wird. Yes. Ist das heute ein normaler Tag bei den Schewtschenkos oder haben wir heute was Besonderes? Wie ist das für euch? Ich habe jetzt. Ist schon ziemlich besonders, obwohl die Tage ja schon irgendwie alle ziemlich turbulent sind. Aber heute ist schon ein bisschen aufregend. Ja, wird halt alles leer geräumt. Ja, man hat die ganze Zeit irgendwie alles geplant. Und auch so gestern hier, wo man so alle die Dinge schon so vorbereitet hat, dachte man, jetzt geht's wirklich los. Ne? Also, das ist schon krass. Mal kurz alles zeigen, ne? Dann müsst ihr keine Angst vor den Geräuschen haben. Guckt mal, was hier los ist. Oh, schaut mal. Die Jungs packen alles ein. Was ist hier los? Hört man, ne? So hört sich das an, wenn man alles einpackt. Ratsch, 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 ratsch. Schau mal, einmal gucken wir hier rein. So, bye bye, alle Sachen, ne? Bye bye. Ja? Brauchst du kein Fitnessstudio mehr. Wo sind denn jetzt Koffer? Müssen wir gleich mal suchen. So. Müssen wir erstmal was trinken? Nee? Was willst du denn? Oh, ich weiß, mit was du den Morgen anfangen willst. Mit einem Riegel? Ach, mit einem Quetschi. Naja, ausnahmsweise, weil heute ist. Guck mal hier. Nein, was denn dann? Komm mal her. Was denn dann? Wo denn? Was denn? Das ist eine Zwiebel. Nee, das ist auch nichts. Das ist nichts zum Essen. Da ist der Kuchen, aber der ist noch heiß. Der muss noch auskühlen. Und dann essen wir den später. Ja? Hast du Lust auf Kuchen? Auf jeden Fall, ne? Auf jeden Fall. Du auch, Luis? Ja, also ich habe denen jetzt erstmal so ein bisschen alles gezeigt im Haus. Ne? Wer ist so da? Woher kommen diese Geräusche auch? Ne? Weil man hört ja diese, wie alles hier verpackt wird. Und wenn man nicht weiß, woher das kommt oder mit was das zusammenhängt, hat man natürlich ein bisschen Angst. Deswegen habe ich denen das jetzt erstmal gezeigt und auch versucht verständlich zu machen, ey, braucht keine Angst haben. Man sieht ja auch, die haben ja auch beide nicht geweint oder irgendwie was. Sie gucken gerade noch ein bisschen überrumpelt, aber ich glaube, ist alles gut. Hallo, mein Kleiner.
Ja, dein Kram da. Das da, das kenne ich alles nicht. Das ist nicht von mir. Nee, das ist meins. Bisschen Wäsche ausräumen und dann mit Jonah nochmal. Guck mal, lecker, lecker. Boah, Norman, hast du das gemacht? Ja, alles selbst gerade. Hab nur die Kartons geholt. Haben wir denn noch sonst Brot? Ja, machen wir dir sowas. Ne? Wir machen euch ein Bärchenstreichtoast. He? Ich glaube, das ist ein bisschen viel hier. Das essen die großen Jungs. Ja, die wollen nur zu Süßes. Die wollen nur das Süße. Ne, ne, ne. Hier gibt es halt Nachtisch, ein Schweineohr. Ne? So. Spinne? Wo ist eine Spinne? Ach du Schande. Wo ist eine Spinne? Da. Das ist ein Silberfisch. Spinne. So ein Spinner. Bei Luis ist alles Spinne. Alles Spinne. Alles, was sich bewegt, ist Binne. Guck mal, Biene. Ja. Bin fertig. Echt? Das war's? Ja. Das muss für dich ja auch echt anstrengend sein, Norman, ne? Oh. Ich sag mal, der Gröbste hat ja Tanja eigentlich so von der Logistik her gemacht. Danke. Aber sie hat halt auch deutlich mehr. Ja, das muss man doch dazu sagen. Plus Jonah. Also da hat sie ja, ich glaube, fast eine Woche dran verbracht. Ja, aber trotzdem irgendwie komisch, weil jetzt irgendwie alles so ein bisschen durcheinander gerät. Denn sonst kommst du ja nach Hause und irgendwie ist immer noch alles so irgendwie an seinem Fleck. Und jetzt ist es wirklich, und das war auch gestern schon so, dass man so ein, so ein mulmiges Gefühl auf einmal so ein bisschen bekommen hat. Und das macht doch echt ein bisschen müde. Also so ein bisschen, weil alle von links nach rechts irgendwie die Gedanken durch den Kopf gehen und ja, ist schon spannend. Toll. Ja, super. Hast du gut gemacht. Oh, Mensch, ihr seid ja wieder Papa, ganz ordentlich. Ganz toll, ganz gefaltet da rein. Super, danke. Gut gemacht, prima. Dann mache ich jetzt gleich noch die Decke, die ist noch drüben. Ja, müssen wir zuziehen. Guck mal da an dem Reißverschluss, zieh mal. Prima. Luis, möchtest du auch mal einen Reißverschluss zuziehen? Guck mal, mach du den hier noch, Leo? Oder du den? Guck mal, hier kann der Leo nochmal und hier kannst du, Luis. Guck mal, oder andersrum. Guck mal, da ist auch noch einer. Und du hier nochmal. Mach den mal zu. Ja, und ziehen. Ja, prima, super. Und du auch noch ein Stückchen. Gut gemacht. Prima. Einwandfrei. Ja, super. Leo muss auch klatschen. Ja! Wo willst du denn die Kissen denn haben jetzt? Ich habe noch ganz schön viele Augentropfen bekommen. Ja, ich bin hier. Der Guido braucht jetzt Augentropfen. Ja, du machst das ganz. Du hast mittlerweile nicht mehr wirklich Lust, ne? Ich weiß, aber das muss sein. Ich habe dich ganz doll lieb. Du machst das ganz brav und will das jetzt hier nicht rauskommen. Das ist neu, das ist fester als das. Ach so. Oh, Guido. Ja, bravo! Ja. Gut, Guido, gut gemacht. Die Kisten sind auch schon fertig, dann können wir schon direkt gucken, das im Koffer, das in die Kleiderkiste. Ja? Prima. Ich meine, zur Not, ne, wie gesagt, du hast gar nicht mehr so viele Accessi-Sachen, weil wir vieles aussortiert haben, können wir auch mal drei Sachen neu kaufen. Wir müssen ja einen Grund haben, shoppen zu gehen. Ja. Also es war so, wir haben das halt alles so von Anfang an zusammen angegangen. Das heißt, es gab nie so einen richtigen Moment, wo mir das gesagt worden ist, sondern wir haben das auch alles mit dem Haus und dorthin fliegen und so alles gemeinsam gemacht. Und dann gab es da halt auch nicht so einen Moment so, oh, wir ziehen da jetzt hin. Es war so von uns allen so ein bisschen die Idee, sag ich mal so. Mitgespielt oder gibt es auch mehr? No way.
kurze Nacht gewesen auch, ne? Ja. Ja, man denkt gar nicht, weil man ja nicht so viel hat. Also wir haben ja so viel ausgemistet und aber trotzdem ist es am Ende irgendwie viel. Und dann brauchst du doch eine Struktur und so, die kannst du ja morgen mitnehmen. Die war von der Mama gar nicht so schlecht, sagt das, ne? War gut, ne? Ja, ja. Morgen. Ich muss mal bis ganz nach hinten gehen. Ich muss mal ein Foto machen. Warte mal, ich bin ja hier wie so ein Tourist ausgestattet. Etwas ruhiger. Ne? Ja, etwas also, ruhiger. Man hat auch gemerkt, die Luft war so ein bisschen, also bei mir jedenfalls raus, ne? So die erste Anspannung war ja, weg. Ja, man war schon angespannt an dem Montag. Da war unheimlich viel Gewusel und man wusste erstmal nicht so von links nach rechts und das war gestern schon deutlich angenehmer. Ja, also man freut sich jetzt eigentlich mehr auf dieses Abenteuer und auf die Dinge, die man da noch entdecken kann. Und in Köln, gerade da, wo wir gelebt haben, haben wir ja auch alles erkundet. Also da ist ja auch, gibt's nichts Neues mehr. Wir sind fertig. Ja, von daher war dann natürlich schön, dass man wusste, wo ist sein Supermarkt, wo ist das und alle Wege waren irgendwie klar. Aber irgendwie bin ich jetzt auch mehr in der Dynamik oder mehr in dieser Euphorie, irgendwie neue Sachen wieder zu entdecken. Also. Nee, jetzt habe ich mir das Schwerste genommen. Hey, warte, du musst aber auch hier, die müssen mit den Nummern. Ja. Ja. So, ich trage mal rein. 107! 107! Geht in den Container! Von den Jungs. Oh, Toys. Die letzten Tage richtig getaktet bei euch. Ist da noch viel zu erledigen? Also sind ganz wichtige Dinge zu erledigen. Ich muss zum Werkstatt. Friseur. Okay, dann. Arbeiten. Wimpern. Ja, siehst du. Was noch? Auto holen. Also ich muss. Ich muss noch den Leihwagen holen, sodass wir ja auch nach Frankfurt kommen. Ja, ja, das ist Autos ja abmelden, wir müssen uns abmelden. Genau, wir müssen noch zum eine Runde am Meldeamt. Dann ja auch nochmal, ich sag mal, Freunden mal kurz Tschüss sagen, mal eine Pizza essen. Genau. Ja. Das ist nur einiges Beauty. Drauf, ne? Organisation. Ist auf jeden Fall noch einiges zu tun, ja. Aber man weiß ja auch immer, es ist kein Abschied für immer, wir kommen zurück. Wird wahrscheinlich auch gar nicht mehr so lange dauern, da muss ich dann auch beruflich nach Deutschland, nehme ich natürlich alle mit und dann können sich auch alle wiedersehen. Und auch Jonah, ihre Freunde, und das ist uns auch wichtig. Er wird sogar auch hier in der Region sein. Also, genau, das ist uns auch wichtig, dass sie diese Möglichkeit bekommen. Toll. Dafür tut man sich. Ja, ja. Da schätzt man falsch ein, wenn man denkt, man kann nur mit Koffer kommen. Guck mal hier, da Boys Room. Bett. Oh. Von Emma. Ja. Emma Mod. Komm, das letzte leichte Stück. Okay. Oh, ja. Fertig. Da. Also. Ab nach Dubai. Ab nach Dubai.